Jo Freunde, was geht? Ja, es kommt ein Video von meinem Body Update aktuell. Die EAAs sind auch raus. Und und die Wettkampfplanung natürlich auch am Start. Und ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Peace aus. Ja, Freunde, so, gleich zeige ich euch mal ein Body-Update mit 106 bis 108 Kilogramm. Kalorien esse ich aktuell 5500 bis 8000 Kalorien täglich. Kann auch mal sein, wenn ich unterwegs bin oder so, dass ich halt mal auch nur 3000 esse und mal 2,5 esse, weil ich habe nicht immer Bock, wenn ich unterwegs bin, direkt zum Mäckes zu gehen, mir sinnlos Burger reinzufressen oder so, darauf habe ich nie Bock. Wenn ich zum Mäckes gehe, dann nur McFlurry oder auch mal Chicken McNuggets, auch nur, wenn die im Angebot sind. Auf jeden Fall McFlurry immer safe, McFlurry geht immer, Eis geht immer. Eis ist gut für die Seele, das ist echt gut. So, und wie ich auch aktuell esse, habt ihr auch schon mein Food of Eatings gesehen. Meine Pläne auch zu den Wettkämpfen. Ich wollte am 2. November wieder starten in der Klasse Physik in Bukarest in Rumänien. Da ist die erste Pro Qualify Wings of Strange oder so ungefähr heißt das. Ja, dann eine Woche später ist dann die Dennis James Classic wieder in Frankfurt am 9. November, wird auch wieder am Start sein. Und ich lese gerade vom Handy ab, wann die Termine sind. Und dann haben wir noch einen Termin, und zwar und am 23. November nochmal in Amsterdam ein Wettkampf Pro Qualify, wo ich letztes Jahr auch gestartet bin, wo ich die spontane Diät gemacht habe, wo ich in 6 Wochen 16% KFA hatte und dann 6 Wochen später 4% KFA hatte, war echt heftig gut schwellt, aber flach as fuck, obwohl ich 10.000 Kalorien gefressen habe zum Wettkampf hin. Ja, Mann. Ach ja, was noch so ansteht auf jeden Fall, ist Mitte September bis Ende September ungefähr, so 2,5-3 Wochen, wollen Arti, Jill, Eike, Wenke, Marlene und ich nach Vegas und L.A. einen richtig geilen Lifestyle machen mit euch. Und dann nehmt euch natürlich auch mit. Safe. Und was ich noch sagen wollte, ich trainiere nur noch alle 10 Tage Beine. Waden überhaupt nie wieder irgendwas. Rücken 2-3 Mal die Woche, Arme 2-3 Mal die Woche, Brust einmal die Woche und Schulter auch einmal die Woche, beziehungsweise sogar 2-mal die Woche sogar. Ihr wisst, Rücken und Arme ist immer noch meine Schwäche, das muss auch noch geübt werden. Vakuumpose übe ich jeden Morgen und immer nach dem Training, 10 Minuten, habe ich da mal eine Übung für, die ich auf YouTube gefunden habe. Und ich hoffe, bis dahin wird es klappen. Viele fragen mich, wie kann ich auf 1,83 so schwer sein? Weiß ich selber nicht. Es gibt da keine schweren Knochen oder sowas. Sowas gibt es da nicht wirklich. So wie Cutman es immer sagt, dass er seine Fettleibigkeit nicht verraten will. Cutman sagt immer, ich habe schwere Knochen, ich bin nicht fett. Ich habe wirklich richtig fette Waden. Meine Waden sind richtig, richtig fett. Die safe viel Gewicht zunehmen für meine Gewichtsklasse, was ich eigentlich nicht brauche, die Waden. Weil die Waden werden leider nie gezählt. In der Classic nicht, in der offenen Klasse nicht, in der Manphysik nicht, nirgendwo werden Waren gezählt, was ich mega schade finde. Ich würde schon gern geil finden, dass man so extra Punkte kriegen würde oder so, wenn man dicke Waren hat oder schöne Waren hat auf jeden Fall. Und ich priorisiere, wie gesagt, Rücken, Arme, ich brauche auch noch Fleisch drauf. Und ich bin gespannt, was Mike mir auf den Plan aufschreibt, was Essen angeht und alles drum und dran. Und ich denke auf jeden Fall, dass ich mich auf jeden Fall wieder steigern werde. Und ich merke gerade, dass ich wieder die ganze Zeit auf jeden Fall sage, ignoriere das, dies auf jeden Fall. Shit, Alter, ich wiederhole mich so oft. Ja, das wollte ich nochmal dazu gesagt haben, warum ich so schwer bin, weiß ich selber nicht. Oberkörper, also vorne rum, kann ich echt gut immer mithalten mit den ganzen Leuten auf der Bühne. Aber mein Rücken ist leider überhaupt nicht so gut, wie er sein sollte. Ist aber leider meine Genetik. Wie gesagt, ich habe richtig fette Waden und die trainiere ich schon safe seit 5 Jahren nicht mehr. Wenn ich mal in einem Trainingsvideo meine Waden trainiere, dann halt nur, um euch zu zeigen,
wie mein Tag aussehen sollte, meines Trainingstages, außer dass ich meine Waden nicht trainiere, aber ihr auf jeden Fall trainieren sollt. Und ich denke mal, wenn ich dann Profi sein sollte, darf ich nochmal so 8 bis 9 Kilogramm raufpacken. Dann bin ich auch an dem Gewicht dran, wie David Hoffmann zum Beispiel, der wiegt auch 104, 105 Kilogramm. Und dann sieht es wieder ganz anders aus, wenn ich so viel wiege. Von der Struktur her, von der Qualität her. Ich denke mir, dass ich auch mal dann einen richtig breiten Rücken kriegen werde. Aber erst mal muss ich Profi werden. Und habe auch überlegt, vielleicht auch mal eine Saison in der Men's Physik zu starten. Weil da gibt es kein Gewichtslimit. Und die wiegen auch teilweise mehr als 4 Klasse Physik, Leute. Ich habe leider nicht viel Luft nach oben. Ich weiß nicht genau, wie viel Luft nach oben ich habe. Ich wollte on point auf der Waage, ohne zu entwässern, bei genau 95,9 Kilogramm liegen. Und wenn ich entwässer, wollte ich dann so bei 93 Kilogramm liegen, um mich dann richtig voll zu laden und richtig prall und trocken as fuck wie eine Sahara-Wüste auf der Bühne zu stehen. Und ich schwöre euch, ich werde 200% Fokus und Gas geben für diesen Wettkampf oder für diese Wettkämpfe. Ich will unbedingt Profi werden. Das ist für mich ein riesengroßes Ziel. Mein Traum ist es einfach einmal in meinem Leben als Profi auf der Mr. O Bühne zu stehen. In der Klassenphysik oder Men-Physik ist eigentlich beides relativ. Aber für mich hauptsächlich eigentlich Klassenphysik. Classic ist einfach die schönste Klasse für mich, die es gibt. Und bin froh, dass diese Klasse auch reingekommen ist. Und ich will einfach diese Special Jacke haben, die man in Vegas auf der Miss Olympia kriegt. Weil die hat kein Deutscher, glaube ich. Außer doch Ronny Rocken hat die. David Hoffmann hat die auch. Stimmt. Und Markus Rühl weiß gar nicht, ob es die früher gab. Wenn ja, dann Markus Rühl auch. Ah ja, Dennis Wolf natürlich auch safe. Stimmt. Die 4 Deutschen haben diese Jacken. Und ich wünsche mir, dass Tim Budesheim und Mike Sommerfeld auch irgendwann diese Jacken tragen. Weil das. Und die beiden Jungs sind unsere Zukunft im Bodybuilding und bin echt gespannt, wann Mike auf die Bühne geht, was er für ein, wie soll man sagen, was er für eine schöne Körperform er uns zeigt mit seinem Coach Neil Yoda. Ich bin echt gespannt, Mann, der Junge hat einfach so eine echt heftige Wundergenetik, Mann, der hat so eine Taille, Mann, und obenrum so fucking breit, Alter, überkrass geil.